bin Alia, bin 9 Jahre alt, gehe in die 3. Klasse. Und als ich 4 war, habe ich Blutkrebs bekommen. Ich kann mich noch erinnern, wie gestern wirklich. Wir waren im Stadtpark mit der Familie, mit den Großeltern. Wir wollten dort grillen und Alia hatte die ganze Zeit Beinschmerzen. Und wie wir halt alle in dem Alter halt Wachsen- und Wachstumsschmerzen haben, haben wir das so auf die leichte Schulter genommen, beziehungsweise haben alle ihr gesagt, komm, nicht ganz Zeit rumweinen, das ist ganz normal. Wir haben ihre Beine schön einmassiert. Papa hat gesagt, dass es nur Muskelkater ist. Und Mama hatte so einen anderen Instinkt, dass ich so eine bedrohliche Krankheit hatte. Diese Schmerzen, die wurden immer stärker, sodass wir dann am nächsten Tag quasi begleitet von Fieber, dass meine Frau dann zum Arzt gegangen ist und sich dort eine Meinung dann zum Krankheitszustand eingeholt hat. Also wir sind ja nie davon ausgegangen, dass das irgendwie in die Richtung von Krebs gehen kann. Im Kindesalter kommen am häufigsten Leukämien und Hirntumoren vor. Erkrankungen, die bei Erwachsenen eher selten sind, sind hier tatsächlich vorrangig vertreten und machen mehr als 60% aller Krebserkrankungen im Kindesalter aus. Wenn sich Ihr Kind verhält, so wie Sie es gar nicht kennen, und das kann sein von rezidivierendem Erbrechen, was vielleicht auf einen Hirntumor hinweisen könnte, oder nicht mehr laufen wollen, weil die Gelenke, die Knochen so wehtun und man einfach das normale Alltagsgeschehen nicht mehr vollbringen kann. Das sind Warnzeichen, wo ich sagen würde, gehen Sie zu Ihrem Kinderarzt und lassen Sie weiterführende Untersuchungen durchführen. Das war auch richtig schlimm für mich, dass ich immer humpeln musste, schlafen auch immer. Und es hat so richtig auch wehgetan. Mein Bein hat so gepochert, ob ein Hammer auf mein Bein geschlagen wurde. Knochenschmerzen bei einer Leukämie sind in der Regel dadurch bedingt, dass ja in den Knochen die Blutbildung stattfindet. Und wenn die Blutbildung entartet und sich eine Leukämie entwickelt, dann sendet diese Leukämie Botenstoffe aus. Und diese Botenstoffe führen zu den Schmerzen. Und die Verdrängung des gesunden Knochenmarkes kommt hinzu, dass quasi wie ein Knochenmarködem die Ausbildung dieser Erkrankung im Knochen dann zu Schmerzen führt. Meine Frau war dann mit Alia beim Kinderarzt und der Kinderarzt hat Blut abgenommen, hatte eventuell schon einen Verdacht. Letzten Endes hat der Kinderarzt uns nach den Blutwerten angerufen, das war dann am Abend, und hat uns sofort quasi eingewiesen ins Krankenhaus. Ich hatte Angst, dass ich um jeden Moment Alia verliere. Ich habe Alia angezogen mit Weinen, obwohl ich durfte meine Tochter das nicht anmerken lassen. Und trotzdem konnte ich nicht ruhig beherrschen. Mein Mann hat auch geweint und ihm ging es auch nicht gut. Da waren wir im UKE. Im Kinderkrankenhaus UKE wurden wir aufgenommen auf der 3. Station. Und die Diagnose kam nach einer Knochenmarkspunktion. Keine 30 Minuten später wurde uns dann quasi gesagt, es ist zu 99,9% eine akute lymphatische Leukämie. Angst, zusammengebrochen, wusste ich nicht weiter. Wir sind alle am Boden zerstört gewesen, allerdings mussten wir auch klaren Kopf behalten und ich habe dann dem Ganzen natürlich zugewilligt, um alles anzufangen. Der Port musste implantiert werden, die Chemotherapie musste anfangen. Ich hatte so eine Implantierung, das ist ein Port, so ein langer Schnorchel und da sind so welche Medikamente dran und dann fließen die ganzen Medikamente in meinen Port, damit ich auch keine Medikamente wieder vom Mund schlucken muss. Für die Behandlung der Leukämie im Kindesalter ist es so, dass wir eine mehrmonatige intensive Chemotherapie mit vielen unterschiedlichen Medikamenten im Moment anwenden müssen. Risikoadaptiert an das Risiko des Kindes unterscheiden wir hier zwischen einer 6- bis 10-monatigen intensiven Chemotherapie, gefolgt von einer oralen sogenannten Erhaltungstherapie, die dann sich anschließt und bis zu einer 2-jährigen Gesamttherapiedauer führt. Schwierigstes, weil Alia sehr viel durchmachen musste und ich musste meine Tochter zusehen, wie sie dran leiden musste. Da kommen die Kinder nicht drum herum.
Das, was wir häufig den Eltern sagen, ist, wir müssen ihr Kind krank machen, um es gesund zu machen. Denn die Nebenwirkungen der Therapie sind intensiv. Es ist wirklich eine intensive Therapie, die aber eben das Ziel hat, ihr Kind dauerhaft gesund zu machen und zu einem gesunden Erwachsenen auch werden zu lassen. Also ich hatte schon ein bisschen Angst. Als ich erst die Therapie bekommen habe, da wurden die Schmerzen besser. Da war eine richtig nette Schwester, die hat immer mit mir gespielt. Die hat auch meine Haare rasiert. Ich musste dann so ein Tuch tragen. Mama hat mir Mickey Maus gekauft, richtig schön. Das Krankenschwestern-Team, das Ärzte-Team, das ist ein herzliches Team gewesen. Wir haben uns sehr wohl gefühlt auf der Station, das war sehr familiär. Mama und Papa haben mir dann so ein wunderschönes Kleid gekauft, so ein rosa Kleid, was auch richtig schön war für mich. Und da haben die immer so Weihnachtslieder gesungen und ich habe mit dem Kleid getanzt. Sie wollte nicht angestöpselt sein, sie wollte lieber auf der Station laufen und tanzen und was halt ein Mädchen so in dem Alter macht. Da gab es dann auch so Pferde, mit denen man spielen konnte. Wir sind immer auf der Station quasi mit dem Medikamentenwagen hinterher und Alia hatte währenddessen die Chemotherapie dran oder andere Medikamente, die sie dann in dem Moment gebraucht hat. Ja, wir haben uns auch auf der Station an schöne Momente orientieren können, also wie auch andere Kinder die Glocke schlagen zum Beispiel. Und haben Alia damit ermutigen können, zu sagen, nach deiner Therapie darfst du auch die Glocke schlagen. Die Heilungschancen für bösartige Erkrankungen im Kindesalter haben sich in den letzten Jahrzehnten gravierend verbessert. Und das für alle Erkrankungen. Wir haben zwar unterschiedliche Heilungschancen, zum Beispiel Unterschied zwischen Hirntumoren und Leukämien, aber wir können grundsätzlich sagen, dass wir in etwa 2 von 3 Kindern mit der ersten Therapie dauerhaft gesund machen. Bei Leukämien sieht es sogar anders aus. Da können wir inzwischen 9 von 10 Kindern dauerhaft heilen mit der im Moment zur Verfügung stehenden Therapie. Immer positiv denken, nicht negativ denken. Und immer den Kopf nach oben haben, nicht nach unten. Weil sonst ist das ja auch schlimmer, weil wenn man ja so denkt, oh nein, das wird ja richtig schlimm werden. Ich werde nicht, das nicht durchstehen. Aber wenn man daran glaubt, dass man das schafft, dann ist man ein Experte und dann kennt man sich auch gut und besser aus. Dann braucht man auch keine Panik haben.